Die Anhörung des Kandidaten für das Amt des Justizministers im US-Senat hat noch gar nicht begonnen. Da passiert Folgendes. Jeff Sessions gibt sich unbeeindruckt von den Protesten. Er erklärt in seinem Eingangsstatement, sich als Justizminister für die Rechte von Minderheiten einsetzen zu wollen. Dem Senator war vor 30 Jahren ein Posten als Bundesrichter verweigert worden, weil er sich abschätzig über Schwarze geäußert hatte. Senator Sessions is a racist and he'll only continue racist policies. Als der Mann abgeführt wird, regt sich neuer Protest. To offer my support for his nomination to be our next Attorney General. In den kommenden Tagen sollen weitere Ministerkandidaten im Senat befragt werden.